wenn du auf der Suche nach einem. Ein paar schmerzhafte Minuten später. Alter Falter, jetzt weiß ich, dass du weißt, dass das R10 härter ist als mein Fuß. Und deswegen gucken wir uns das Ganze mal auf dem Schreibtisch an. Im Liegen, dann kann ich meinen Fuß dabei noch ein bisschen kühlen. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den äußeren Werten, bevor wir zu den inneren Werten kommen. Und das fängt mit dem Gewicht an. Dafür lege ich jetzt hier zwei GoPros drauf, drück auf Tare und zeige dir, dass das Tablet knapp 815 Gramm wiegt. Wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Das heißt, das reicht aus, um meinem Fuß eine mächtige Beule zu verpassen und das Tablet hat nichts abbekommen. Dafür sorgt auch hier diese extrem gute Gummierung. Es ist halt einfach auch tough. So, Tablet hier, Tablet da. Gucken wir uns die äußeren Dinge mal an. Das heißt, hier ist ein Mikrofon hier hinten. Dann hast du hier eine Lautstärkewippe, den einen Ausschalter, der leider kein Fingerabdruckscanner ist. Ob das hier Lautsprecher sind, finde ich schon jetzt spannend. Werde ich für dich natürlich gleich auch beim Soundcheck rausfinden. Das hier ist eine gummierte Headset-Buchse, wenn du kein Bluetooth haben möchtest oder ein Kabel verwenden möchtest, nutzt, was auch immer. Dann hast du hier noch ein Mikrofon, finde ich schon sehr cool. Und auf der Unterseite hast du den Micro-SD-Karten-Slot und den SIM-Karten-Slot. Natürlich auch eine gummierte USB-Buchse. Und, ha, wie sollte es auch anders sein, du kannst den Akku hier als Powerbank nutzen. Boah, ist das Ding schnell. Also ganz ehrlich, ui, das ist schon zügig. Ich freue mich schon auf die inneren Werte. Zum Abmessungsgedöns noch mehr hier schnell gesagt. Das Tablet hat eine Breite von 16,5 mal 25,5 mal knapp 12 mm. So. Gewicht weiste, Abmessungen weiste. Du hast gesehen, wie es außen aussieht. Auf der Rückseite prangt nochmal so eine Kamera. Kameratest kommt, wie gesagt, auch. Es sieht ganz okay aus. Hat ein Hi-Res-Audio-Zertifizierungsaufkleber. Das finde ich schon ganz cool. Bedeutet, das Tablet könnte auch richtig guten Klang haben. Wofür sind die beiden Schrauben? Also die vier Schrauben, genauer gesagt. Wenn du dir das Doji kaufst, gibt es auch noch Schrauben und, bekannt aus dem anderen Tablet, so, ja, wie soll man sagen, Griffschnallen. Denn du könntest dir so einen Griff da dran schrauben. Finde ich nicht schlecht, oder so eine Handschlaufe hat auch extreme Vorteile. Es gibt natürlich noch den SIM-Pin und Papier und irgendwo hier, das habe ich glaube ich rausgeräumt, ist das Ladekabel und der Ladeadapter. Das heißt, das Ding ist ready to use und du musst nicht noch Sachen dazu kaufen. Finde ich schon sehr, sehr cool. Und damit kommen wir zu den inneren Werten und wenn es mir nochmal auf meinen Fuß fällt, raste ich aus. Für die inneren Werte habe ich die App DevCheck installiert. Ich rücke das Tablet hier mal nach rechts, damit du auch gleich hier die Werte eingeblendet sehen kannst. Es hat nämlich den Helios G99 Prozessor drin. Der ist tatsächlich ein 8-Kern-Prozessor und extrem leistungsfähig. Also gehobene Mittelklasse, würde ich sagen. Aber das siehst du auch gleich im Test, weil es wird ja auch natürlich gezockt. So, CPU-Status sehen wir hier alle, dass es läuft. Das Tablet läuft auch sehr flüssig. Du siehst hier, dass es auf Android 13 ist. Der Akku oder das Tablet ist schon seit 3 Stunden im Betrieb. Und ich habe es nicht geladen, ist immer noch bei 81%. Und der Akku, wie kriegt man das jetzt weg? Der Akku hat auch eine Leistung von 10.800 mAh. Richtig, richtig fett. So, kommen wir zur verbauten Hardware. Das hier ist ein 2000 x 1200 großes Pixel großes Display, also Full HD Plus, 60 Hertz, aber ich finde, es läuft sehr geschmeidig. Es wabert nicht irgendwie so hin und her. Der installierte Arbeitsspeicher von dem R10 Tablet sind 8 GB. Der, wo war das? Wo steht es? Wo steht es? Hier. Da steht es. 128 GB Speicherplatz sind hier drin. Reicht dir das nicht? Packst einfach eine MicroSD-Karte A2 rein. Ich verlinke auch nochmal unten in der Beschreibungsbox passende MicroSD-Karten. GPS hat es, das war schon mal eine Frage, kein NFC.
und keinen Fingerabdrucksensor. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, gut. Ne? Es hat Bluetooth 5 und Wi-Fi 5. Ja, das heißt also, du kannst hiermit richtig schnell surfen. Hat übrigens witzigerweise Dual-SIM, wenn du das brauchen würdest, aber keine eSIM-Funktion. Kameramodule sind auch vorhanden. Einmal hier mittig, finde ich gar nicht so schlecht, wenn du es so hältst, weil man hält es ja meistens so, wenn man miteinander spricht. So, das hier ist Google, wie du siehst. Gucken wir uns mal irgendeine Internetseite an von meinem Lieblings-IT-Anbieter, das ist Golem. Alles läuft sehr, sehr schnell, wird auch sehr zügig geladen. Achso, das waren Anzeigen für eine Uhr, super. Auf jeden Fall, ich finde, man kann es sehr, sehr gut lesen. Ich zeige das mal so ein bisschen hier in die Kamera. Das heißt, der Blickwinkel von dem Tablet ist sehr, sehr gut. Wenn du dich fragst, wie hell das Tablet ist, zeige ich dir auch noch gleich im erweiterten Praxistest. Gehen wir mal auf meine Lieblingsdrohnenseite, das ist DJI. Und da ist tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist, dass das Tablet gerne als Tablet anerkannt wird und dementsprechend werden die Seiten manchmal auch geschrumpft angezeigt. Finde ich ein bisschen schade. So, jetzt sind wir hier auf der DJI-Seite. Ich gehe mal auf die Mini 4-Seite, gehe auf Downloads, weil ich möchte ja schließlich auch hier mal eine App installieren, die nicht im App Store drin ist. Dafür lade ich jetzt hier die Seite runter, beziehungsweise die App runter. Ihr sagt mir, ist es schädlich? Ja, weiß ich. Dann gucke ich mal, wie schnell das Ganze geht. Und guck mal hier, 130, 150, 170, 200. Alter, nicht nur meine Internetleitung ist arschschnell, ja. Das Ganze lädt hier echt zügig runter. Gefällt mir sehr, sehr cool. Gut. Perfekt. Ist runtergeladen. Ich sage öffnen. Dann sage ich Einstellungen noch hier, weil ich muss ja dieser Quelle vertrauen. Dann sage ich vertraue ihr, möchte gerne die App installieren. Und das installiert jetzt hier eine 400 Megabyte große App, die DJI Fly App. Und dann kannst du jetzt live dabei sein, wie lange das Ganze braucht. Prima, es ist fertig. Soll ich öffnen. Akzeptieren. Guck mal, wie schnell das Ganze läuft. Also ganz ehrlich, das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Mega cool. Ja, wunderbar. Kommen wir zum Praxistest, dem wie hell ist das Display? Dafür würde ich sagen, Alexa, schalte Overhead aus. Was du noch nicht sehen, aber erahnen kannst, ist der Belichtungsmesser. Und es ist tatsächlich so, dass Nits gleichzeitig Lux sind. Nur, dass du das einfach mal weißt. Und dafür halte ich das Tablet hier mit einem weißen Bildschirm genau darüber. Drücke nochmal eben kurz hier auf Min-Max. So, und das Tablet kommt drauf und ich werde versuchen, die maximale Helligkeit aus dem Tablet hier herauszukitzeln. Und das Tablet liefert eine Helligkeit von 270 Nits. Da muss ich sagen, also wenn es für Outdoor gedacht ist, ist das auch nicht so ganz wirklich hell. Ja, also klar, hier im hellen Studiolicht kann man es immer noch gut sehen. Das heißt aber, sobald, und jetzt siehst du ja das Licht da drin, wird es kniffelig, wenn ich jetzt hier Google anmache. Ja, so geht es, aber da kannst du halt sehen, sobald direkter Sonnenschein drauf ist und es ist zwar hell, aber nicht gleißend hell, ist das Tablet und seine Helligkeit mit seinen 270 Nits am Ende. Protecting my peace for so long, a little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows, almost everybody on my no-show. So, ich habe deinen Musikgeschmack genug strapaziert, aber du hast gehört, die Soundqualität ist echt nicht verkehrt. Klar, du kannst keine Bassmaschine aus so einem
gerade mal 1,2 Zentimeter dicken oder dünnen Tablet erwarten. Aber das, was da rauskommt, ist schon nicht verkehrt. Zeit jetzt aber mal auf PUBG Mobile zu switchen. Welcome to PUBG Mobile. Your training is about to begin. You will learn basic combat knowledge and drag forward with your left hand to move to swipe the screen with your right hand to control where you're looking. Oh, da muss ich jetzt aber sagen, das ist schon ein erheblicher Unterschied zu Next, anderen pick up Tablets. the firearm. Pick up the ammo. Das ist echt gut. There's the target. Tap right fire button to shoot. Weil guck mal hier, das Ding läuft super flüssig. Also es ist für ein Tablet so ziemlich das Beste, was ich jetzt mal getestet habe. Es läuft wirklich gut. Congratulations on defeating your enemies. Gut, You're ich check the bin crate. immer noch nicht der beste Pick up the scope. PUBG-Spieler, aber das Ding ist echt nicht verkehrt. Yay! Congratulations on completing this training. Ha! Der Name ist noch nicht vergeben. R10 JAS, wunderbar. So, das Ganze läuft hier mit den höheren Texturen, das heißt also den HD-Texturen. Okay, links zwischen, rechts zwischen, so ein Teil habe ich ja schon verstanden, ne? Das heißt, jetzt mal ganz im Ernst, guck es dir an. Und hier steht Grafikauflösung Mittel. Aber, hallo, das Ding ist so viel besser. Unglaublich, wie gut es ist. Also gefällt mir. Also, wie du siehst, ich bin der weltschlechteste Spieler, aber es ist wirklich schick. Du hast schon vieles gesehen, du hast schon vieles gehört. Ich habe schon manches gezockt. Und meinen Fuß damit fast ruiniert. Auf jeden Fall ist das Tablet robust. Was du noch nicht gesehen hast, ist die Kameraqualität. Dafür gibt es als allererstes ein kleines Testvideo mit der Selfie-Kamera des R10s. Ja, und dafür filme ich jetzt auch hier nochmal den Color-Checker ab. Das ist eine erstaunlich gute Qualität. Du kannst hier die Originalfarben sehen: Weiß, Schwarz und alle Farben dazwischen. Ich finde die Qualität kann sich sehen lassen. So, dann als erstes mit der Selfie-Kamera ein fröhliches Selfie, halbwegs fröhlich, mit der Hauptkamera nochmal den Color-Checker abfotografiert und ich muss sagen, jetzt kommt mein Fazit zum R10-Tablet und es fällt diesmal erstaunlich gut aus. Sicherlich, das Display könnte heller sein. Ja, also baut doch mal, keine Ahnung, 700 Nits ein statt unter 300. Also da würde ich mich wirklich freuen, wenn das mal heller wäre. Preis-Leistungs-Verhältnis, Gewicht für die 10.000 mAh völlig in Ordnung, denn ich habe nicht nur einen Tag, zwei Tage, nein, ich habe 3 Tage mit jeweils 4, 4,5 Stunden mit dem Tablet gearbeitet und es hat immer noch, ich guck mal, ja, da oben kann man es sehen, glaube ich, 68% Akkuleistung. Das ist irre. Ich habe sogar zwischendurch damit mein iPhone geladen, weil das ja, du weißt, wie iPhones so sind. Auf jeden Fall, ich bin echt begeistert. Ich konnte damit gut zocken. Der Sound, ja? Lautsprecher hier, Lautsprecher da. Aber viel wichtiger als meine Meinung ist deine Meinung. Wie hat dir das R10 gefallen? Sagst du yay oder sagst du nee? Oder was sagst du? Schreib das bitte alles in die Kommentare, denn nur so kann ich auch den Content machen, der auch wirklich gut ist. Also, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, 2 Likes, Lob, Kritik, Anregungen. Vor allem Kritik und Anregungen in die Kommentare. Ich verlinke. Das wäre mir schon fast wieder auf den Fuß gefallen. Ich verlinke das natürlich in der Beschreibungsbox. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.